Ja, meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Gäste der Heinrich-Böll-Stiftung bzw. der Grünen Akademie, die heute Abend Einlader ist, ich darf Sie herzlich willkommen heißen zu einer weiteren Ausgabe unserer kleinen Reihe auf der Höhe Diagnosen zur Zeit. Warum heißt diese Reihe auf der Höhe? Weil es wahrscheinlich zum Schwierigsten gehört, überhaupt zu begreifen, in welcher Zeit leben wir eigentlich. Es ist vielleicht etwas einfacher zurückzublicken und im Nachhinein Dinge zu verstehen, und das ist oft schwer genug. Aber wenn Walter Benjamin mit seinem Bild recht haben sollte, dass wir sowieso nur mit dem Rücken zur Zukunft in die Vergangenheit schauen können, ist es gar nicht so einfach, sich die Frage vorzuhalten, wo leben wir eigentlich jetzt? Und genau das wollen wir tun in unserer Reihe, die alphabetisch verschlagwortet ist. Einige von Ihnen waren ja auch schon da. Wir haben vor fast 2 Jahren, stelle ich gerade mit Erschrecken fest, angefangen mit dem Buchstaben A, wie Authentizität, mit dem fantastischen Dietrich Dietrichsen, und sind inzwischen schon beim Buchstaben M angelangt. Metapolitik haben wir das genannt. Kleiner Kunstgriff hätte man auch noch etwas expliziter benennen können, aber es schien uns außerordentlich wichtig, uns mit dem Rückkehr, mit der erschreckenden Rückkehr der rechter, rechtsradikaler, rechtspopulistischer Politik zu befassen. Das wollen wir heute Abend tun. Ob rechtspopulistische oder rechtsextreme Positionen mehr geworden sind, als wir das in den letzten Jahrzehnten erlebt haben, will ich mal dahingestellt haben. Es ist jedenfalls offenkundiger geworden, es ist sichtbar geworden. Es ist sichtbar geworden in der Aktivität. Pegida ist sicher das prominenteste Beispiel, es gibt viele andere. Es wird sichtbar jetzt durch eine neue rechtspopulistische Kraft im Parteienwesen, nämlich die AfD, die, wie wir nicht nur bei den letzten Landtagswahlen erlebt haben, erschreckende Stimmzuwächse zu verbuchen hat, beziehungsweise auf Anhieb scheinbar mühelos in die Parlamente einzieht mit zweistelligen Ergebnissen. Und es ist eben auch sichtbar, und damit befassen wir uns heute Abend, mit in Form, neuen Formen rechten Denkens, die so neu gar nicht sind, weil sie starke Bezugspunkte in der Ideengeschichte haben. Und deshalb schien uns das eine hervorragende Idee, Micha Brumlik einzuladen, der uns schon lange verbunden ist, nicht nur uns, sondern der ganzen Republik, sage ich mal etwas pathetisch, mit kritischen Zwischentönen, Interventionen, Einmischungen zu verschiedenen Fragen, aber der eben auch der Heinrich-Böll-Stiftung ganz besonders verbunden ist. Und deswegen sind wir froh, Micha, dass wir dich ab und zu hier haben dürfen. Vielen herzlichen Dank. Micha Brumlik, wer es noch nicht weiß, war lange Jahre, Jahrzehnte Erziehungswissenschaftler in Heidelberg, Frankfurt am Main, an der Universität, war ja Leiter des Fritz-Bauer-Instituts in Frankfurt, hat unzählige Bücher geschrieben zur Geschichte des Judentums überhaupt, zu Fragen von Religion, religionsgeschichtlichen Fragen, zu erziehungswissenschaftlichen Fragen, zu politischen Fragen, philosophischen Fragen. Ich will es gar nicht aufzählen, Sie werden ihn gleich selber erleben, und ich verspreche Ihnen nicht zu viel, dass wir einen sehr, sehr aufschlussreichen und interessanten Vortrag gleich hören werden. Ich will mich zum Abschluss meiner kleinen Begrüßung noch herzlich bedanken, nämlich bei Stefan Depping und Anne Ulrich von der Grünen Akademie dafür, dass sie die Reihe hier möglich gemacht haben, bei Marianne Zepp auch für den Anstoß, für den Vortrag heute Abend. Ich wünsche Ihnen einen vergnüglichen Abend, will ich bei dem Thema nicht sagen, so vergnüglich ist das alles nicht. Ich wünsche Ihnen einen erkenntnisreichen Vortrag, danach werden wir ein spannendes Gespräch haben. Sie können selbstverständlich sich auch einmischen und Fragen stellen. Herzlichen Applaus für Micha Brumlik. Schönen Abend. Und wo
klicke ich jetzt, wenn es weitergehen soll? Das müssen wir noch zeigen. Ja, unten rechts geht's. Okay, also vielen Dank für die Einladung, vielen Dank für die Einleitung. Ich habe gestern und heute Zeitung gelesen, was die Aktualität angeht. Und da fand ich gestern in der FAZ, und das kann ich Ihnen nur empfehlen, auf der Seite 43 der Sonntagszeitung, das Wörterbuch der neuesten Rechten. Ich hätte nun nicht erwartet, so etwas in der FAZ zu finden, immerhin. Dann lese ich heute die Zeitung Die Welt mit dem Aufmacher: Grüne wollen sich um AfD-Wähler kümmern. Was ich erstaunlich genug fand, und vielleicht können wir nachher darüber diskutieren, ob das überhaupt sinnvoll und möglich ist. Von dem handelt aber jetzt mein Vortrag nicht. Mein Vortrag handelt von der für mich erstaunlichen Renaissance dessen, was man rechtes Denken nennt, was zuletzt in der Weimarer Republik unter dem Namen konservative Revolution so eine gewisse Attraktivität hatte, was dann in der alten Bundesrepublik weitestgehend am äußersten rechten Rand vor sich hinvegetierte. Wer denkt noch an Kurt Ziesel, Ernst Jünger, der wurde in den literarischen Himmel entsorgt. Und dann gab es natürlich die postnarzisstischen Publikationsorgane wie die Junge Freiheit, die das nicht mehr ist, die ist rechtsreformistisch, die Deutsche National- und Soldatenzeitung stand dafür. Und es gab politische Versuche wie die NPD und die Republikaner. Das hat alles nicht reüssiert. Ob das an ihren mangelnden politischen und theoretischen Grundlagen gelegen hat, darüber müssen wir reden. Der Begriff Metapolitik ist selbst ein Begriff aus der Theoriewerkstatt der neuen Rechten. So, Metaphysik soll die ewigen Hintergründe dessen, was hinter der Physik steht, erleuchten, und Metapolitik die wichtigen und wesentlichen Hintergründe dessen, was politisches Wollen bewirken kann. Hier steht nun das identitäre Projekt. Das ist eine politische Gruppierung, vor allem in Österreich. Das gibt es auch in Deutschland. Sie finden dazu im Internet alles, was Sie suchen. Was dieses identitäre Projekt unter anderem auszeichnet, ist, und das habe ich hier versucht zu verdeutlichen, dass Sie wesentliche Grundbegriffe ihrer Gesellschaftskritik und ihres politischen Projekts der Linken entnommen haben. Wie links diese Entnahmen sind und wie links diese Positionen waren, das werden wir selbst diskutieren. Also, und dafür werde ich Ihnen nachher ein paar Belege zeigen, ein Teil dieser neuen Rechten argumentiert antikapitalistisch und auch gegen, und wer täte das nicht, eine bestimmte Form der Globalisierung. Einer, das ist jemand, der in einem Verlag der neuen Rechten publiziert, dem Antaios Verlag in Schnellroda, der dem Institut für Staatspolitik angegliedert ist, einer, Martin Sellner, hat gewissermaßen die zentrale politische Aufgabe in einem seiner Bücher formuliert: Im Kampf gegen den großen Austausch zeigen wir allen klar und offen, dass wir nichts gegen andere Völker und Kulturen haben, sondern gegen das System und seine Vertreter kämpfen, die heute alle Völker, Länder und Kulturen angreifen. Wir sind keine fremden Feinde, wir wollen nur eine Zukunft im eigenen Land. Die dahinterstehende Generalhypothese ist, dass das Kapital beziehungsweise seine Handlanger,
Und da unterscheiden sich auch nochmal unterschiedliche theoretische Positionen innerhalb dieser neuen Rechten, ob sie das systemisch sehen oder eher paranoid, dass das zur Auflösung des eigenen führt. Diese Position hatten wir übrigens auch schon in den 80er Jahren. Es gab zum Teil nationale Abspaltung der Grünen und andere Gruppen, also die sogenannten Ethnopluralisten. Womit man die also nicht mehr widerlegen kann oder angreifen, ist mit dem Vorwurf des Rassismus, das würden sie bestreiten. Denn es geht ja nur um den Gegensatz zwischen eigenem und anderem, aber nicht so, dass das eigene besser oder höher als das andere ist. Eine sehr dünne Vorbereitungsposition dafür gab es übrigens auch im Kaiserreich und in der Weimarer Republik. Da gab es ja jede Menge Antisemitenparteien, aber es gab eine kleine Gruppe, die sich nicht als Antisemiten, sondern als Asemiten bezeichnet hat. Und denen kam es nicht darauf an, Juden zu erniedrigen oder sie für schlechter zu halten, sondern für eine Trennung der Ethnien einzutreten. Die Identitären heute, denen geht es vor allem darum, eine Vermischung der Ethnien durch Migration und Flucht zu verhindern. Und ich kann Ihnen das gerade mal aus der FAZ vortragen. Da ist der eine zentrale Begriff: wir wollen nur eine Zukunft im eigenen Land. Was schreibt das Wörterbuch der neuen Rechten dazu? Das eigene ist als dialektischer Begriff so mit dem des Fremden verknüpft, dass Suchmaschinen automatisch den Komplementärbegriff anzeigen. Das aktiviert den Reflex zur Verteidigung des eigenen. Wie ein Traktatband des gelernten Filmkritikers Martin Lichtmeß heißt, er erhitzt die einschlägigen Topoi von Deutschland als besetztem Gelände über die, Zitat, demografische Kolonisierung Europas bis zur bedrohten, Zitat, westlichen Identität, zu düsteren Phantasmen und Phobien. Ein Arbeitskreis NSU im Internet leitet daraus einen, Zitat, gesunden Rassismus als Verteidigungsstrategie ab. Lichtmeß, der auch der identitären Bewegung verbunden ist, verrät in seiner apokalyptischen Gestimmtheit jedoch leicht Identitätsschwankungen. Er ist auch schon mit der These vorgetreten, nicht am Islam, sondern am Liberalismus gingen die Völker zugrunde. Wobei das schon interessant ist, dass es auch am Rande des Front National in Frankreich Personen und Gruppen gibt, die nationale französische Rechte und den Islamismus einander annähern wollen im Kampf gegen den Liberalismus. So ein Autor ist ein Mann namens Alain Soral. Also es geht um die Bewahrung des eigenen. Und da kann man sich jetzt schon fragen, ob diese Bewahrung des eigenen ein Schlagwort ist, das nur Intellektuelle berührt, und ich werde ein paar von Ihnen nachher nennen, oder ob das auch Gefühle, Stimmungen, Einstellungen sind, die breitere Bevölkerungskreise berühren, was offensichtlich der Fall ist, paradoxerweise, wie Sie alle wissen, gerade dort, wo die wenigsten anderen und Fremden leben. Ich habe über Frankreich gesprochen. Und einer der wesentlichen Vertreter dieser Theorie ist ein Mann namens Renaud Camus, nicht Albert. Renaud Camus, der ist schon deswegen eine interessante Persönlichkeit ist, weil er jahrelang als eine Art Vordenker einer Liberalisierung im Sexualstrafrecht gestritten hat. Er war ein bekennender Homosexueller. Und hat nun vor einigen Jahren das Thema seiner öffentlichen Interventionen geändert. Da gibt es ein Buch von ihm, das kann man dann auch auf Deutsch in einem dieser Verlage bestellen, Le Grand Replacement. Es ist sehr einfach, Sie haben ein Volk und beinahe auf einen Schlag in einer Generation können Sie das durch andere Völker ersetzen. Das sieht so aus, als sei es eine Anwendung
der Realität, die Brecht, so kann man jetzt hinzufügen, nach dem 17. Juni 1953 geäußert hat, es wäre besser, die Regierung löste das Volk auf und wählte sich ein anderer. Diese Leute glauben tatsächlich, dass das passiert. Ich habe hier die Zeitschrift Kompakt. Die wird herausgegeben von Jürgen Elsässer, der mal zur Linken gehört hat, der dann aber aus unterschiedlichen Gründen, und mir ist es ein Rätsel, warum, zu einer, nennen wir es im freundlichsten Falle, national-neutralistischen Position übergegangen ist. Dann einer der Mitbegründer der sogenannten Querfront, die vor allem sich durch Anti-Amerikanismus auszeichnet. Und der, das darf man so sagen, eines der publizistischen Streitrösser, einer im weitesten Sinne, man muss ja jetzt aufpassen, dass man nicht auch anfängt, verschwörungstheoretisch zu diskutieren, einer im weitesten Sinne russisch-publizistischen Einflussversuches. In diesem Heft Kompakt, Untertitel Magazin für Souveränität, vom letzten Monat, findet sich also ein langer Artikel von diesem Renaud Camus. Und das lese ich Ihnen jetzt mal ein paar Zeilen vor. Mit der Zeit werden die Einwanderer und ihre Nachkommen mehr und mehr sie selbst. Das heißt, sie entsprechen immer mehr dem, was ihre Herkunft ihnen vorschreibt, mag sie noch so weit zurückliegen. Nun steigt sie wieder umso lebendiger aus den Tiefen empor. Sie, die Einwanderer, sind mehr als je zuvor bereit, Überzeugungen, den Habitus und die Sitten ihrer Vorfahren anzunehmen, da sie ja sehen können, dass nichts die Bevölkerungsteile am absteigenden Ast der demografischen Unterwanderung stärker ängstigt und demoralisiert. Diese fühlen deutlich, dass sie allmählich selbst zu Fremden werden, sie nicht mehr unter ihresgleichen bewegen können. Deshalb werden die realen oder angeblichen Zeichen der betonten Wiederkehr der Ursprünge zu Hilfsinstrumenten der Machtentfaltung und zur triumphalen, aggressiven Selbstaffirmation seitens derer, die die Ausgetauschten ersetzen sollen. Die Schleier, die Djellabas, die Bärte, die demonstrative Religiosität und natürlich die Moscheen. Im Laufe dieses Übergangs lösen sich die Luftschlösser all jener auf, die glauben konnten oder wollten, dass man ein Volk verändern kann, ohne seine Zivilisation zu ändern. Also das heißt, die Vorstellung ist, dass von politischen und sozialen Kräften, die noch zu nennen sind, allen Ernstes der Versuch unternommen wird, die Bevölkerung der westeuropäischen Staaten auszutauschen. Das ist wörtlich gemeint, was ich Ihnen jetzt gleich am nächsten Dokument beweisen werde. Das ist vermutlich eine Literatur, die nicht sehr viele von Ihnen lesen werden, aber da gibt es die von Frank Böckelmann herausgegebene Zeitschrift Tumult, Vierteljahresschrift für Konsensstörung. Die hieß mal Vierteljahresschrift für Verkehrstheorie, glaube ich, Verkehrswissenschaft. Und die ist im Moment dabei, was ihre redaktionellen Stäbe und Umkreise angeht, auseinanderzufliegen. Warum? Weil ein berühmter Schriftsteller, der sogar mal einen Literaturpreis bekommen hat, Reinhard Jirgel, im vorletzten Heft einen Artikel geschrieben hat unter dem Titel Die Arglosen im Inland. Und da lesen wir dann, weshalb setzt man von europäischer Seite dieser Schleuserorganisation erst so spät und wie mir scheint eher halbherzig nach. Es dürfte, ich zitiere Reinhard Jirgel, es dürfte Kreise der global operierenden Wirtschaft und Politik geben, die ein großes Interesse daran haben,
Europa wirtschaftlich und politisch weiter zu deregulieren, ihre Währung zu schwächen und die sozialen Systeme auszuhebeln. Die Manipulationen auf den Finanzmärkten in den letzten Jahren und die aktuelle Lenkung der Flüchtlingsströme gegen Europa gehören daher zum selben Szenario. In allem erscheint als der Hauptnutznießer an dieser Situation die US-amerikanische Wirtschaft und Außenpolitik, insbesondere durch die Bindung der Konflikte mit islamischen Radikalisten an deren heimische Territorien, die genannten arabischen Staaten, was die USA bewahren soll vor dem Einsickern islamischer Partisanen in das eigene Hoheitsgebiet. Somit, immer noch Jürgel, werden in Arabien die Konflikte perpetuiert und die Flüchtlingsscharen aus diesen Regionen weiter vergrößert. Das ist ein Argument, das sich dann der durchaus philosophisch in Teilen interessante Autor Peter Sloterdijk in einem Interview mit der Zeitschrift Cicero zu eigen gemacht hat. Da hat er dann immer wieder gesagt, das wird sich schon noch zeigen, wer die Flüchtlingsströme gelenkt hat. Und auch ein anderer, eher konservativer Autor wie Rüdiger Safranski polemisierte dann gegen Merkel, also wenn die Bevölkerung sich ändern wird, dann möchte er gefragt werden. Das hat dann auch staatsrechtliche Konsequenzen, auf die werde ich eingehen. Jürgel, geht es dann darum, die Willkommenskultur zu vergleichen mit der Willkommenskultur gegenüber den Flüchtlingen aus den Ostgebieten? Und da hat er dann nun folgende Theorie. Halfen die Flüchtlinge und vertriebenen Zuströme nach dem Zweiten Weltkrieg beim Aufbau des kriegszerstörten Deutschlands, so helfen die Flüchtlingsströme heute beim Abbau eines deregulierten, räuberischen Gebildes des Finanz- und Wirtschaftsmonopolismus krudester Zügellosigkeit. Also ist den Fremden zu helfen, so kriegt er jetzt die Kurve, damit den Europäern geholfen werde. Das heißt, das Argument ist, jetzt ist Krise und wenn wir uns zu den Fremden, und das könnte ich jetzt noch ein bisschen präzisieren, anständig verhalten, sodass ihre Andersheit akzeptiert wird, sofern auch die deutsche Eigenheit akzeptiert wird, könnte das der Hebel sein, der Anlass, durch den nun Europa nochmal gerettet wird. Wenn nicht, so sagt er, ist es dieses Europa wert, dass es zugrunde geht. Der Artikel endet mit einem Zitat eines deutschen Nationalkämpfers gegen Napoleon, Ferdinand von Schill. Denn es gilt einmal mehr der Satz Ferdinand von Schills, des Verteidigers von Kolberg, lieber ein Ende mit Schrecken als ein Schrecken ohne Ende. Also die Wahrnehmung, die Stimmung, das ist auch so ein neuer Begriff jetzt übrigens in der Soziologie, ist, und das werden wahrscheinlich die meisten von uns teilen, dass Europa in der Krise ist. Und das sind natürlich alle Symptome dessen. Also die Theorie ist ernsthaft, dass es Kreise in den USA gibt, die das alles, das habe ich Ihnen jetzt vorgetragen, bewusst steuern. Also nicht ein unglückliches Zusammentreffen verschiedener sozialer Bewegungen, der arabische Frühling und so weiter und so fort, sondern dass die USA dahinter stecken. Eine, wie ich finde, in jeder Hinsicht völlig haltlose Bemerkung. Strukturell, das muss man auch sagen, ist das natürlich ein Argument, das man früher als antisemitisch bezeichnet hätte, dass also Finanzkreise dahinter stecken, aber das ist natürlich demodé und tabuiert, deswegen wird das hier nicht mehr erwähnt. Also, wie gesagt, Renaud Camus, der wirklich glaubt in Frankreich, dass die Bevölkerung ausgetauscht werden soll, damit das alles wieder dem Kapital gegenüber fügsamer ist. Bei Reinhard Jürgel, wie gesagt, ein wichtiger jüngerer deutscher Schriftsteller, nimmt das eine verschwörungstheoretische Variante an. Also,
Und das sind jetzt so die Grundzüge dieses identitären Projekts. Dasein ist völkisch, Lebensraum ist begrenzt. Wahre Kultur ist homogen und raumbezogen. Rangordnungen sind mindestens heilig, aber auf jeden Fall achtenswert. Und dann ist es auch wichtig, das sagen die alle so, die Identitären, Digitalisierung und Globalisierung entfremden die Menschen ihres Lebens. Ursache der strategisch eingesetzten Migration ist das Interesse des amerikanischen Kapitals an billigen Arbeitskräften. Und sonst, da wird es dann jetzt so philosophisch, darauf kommen wir noch, das Kapital verwüstet die Erde, Identitäre treten für Ökologie ein, die Verwüstung der Erde ist zu beenden. Das ist übrigens so eine Essenz dessen, was der späte Martin Heidegger, über den auch noch zu reden ist, gezogen hat und wo die sogenannten rechten Heideggerianer das nun heute für sich reklamieren, die Linken übrigens auch. Und das ist das identitäre Projekt. Und einer der Hauptpropagandisten dessen ist nun ein russischer Philosoph, Alexander Dugin, der 1962 geboren wurde und Professor für Soziologie an der Lomonossow-Universität gewesen ist. Als russischer Denker geht er zunächst mal davon aus, dass es in Europa immer zwei politische Traditionen gegeben hat. Die westlich-römisch-katholische und die östlich-byzantinisch-orthodoxe russische. Aber die Sowjetunion und vorher das Zarenreich, das war ja ein Staat, der im Westen von Polen bis nach Sibirien sich erstreckt hat. Und so gab es tatsächlich eine Denkschule, schon unter dem Stalinismus, wo sie verboten waren, dann aber nach der Perestroika dieses sogenannte eurasische Denken, raumbezogen, kulturell, die Leistungen der Steppe, die Leistungen der Mongolen und anderes mehr, dass die Herrschaft etabliert haben. Dieser Dugin bezieht sich, und das ist interessant, als russischer Denker nun explizit auf den jüngeren Martin Heidegger, darauf kommen wir noch. Und dann, und das ist das populistische Moment dessen, er definiert, dass Demokratie Herrschaft der Mehr und nicht der Minderheit heißt. Und er kritisiert, dass die Bevorzugung von Minderheiten, dass die Kritik an der Bevorzugung von Minderheiten als Populismus verunglimpft wird. Weil sie für beides Beispiele suchen, dann müssen sie nach Ostmitteleuropa schauen. Wenn sie sich mal das Vergnügen oder das Missvergnügen bereiten, im Internet sich die deutsche Übersetzung der Präambel der ungarischen Verfassung runterzuladen, dann sehen sie, dass dort die Identität des ungarischen Volkes, die Stephanskrone und anderes mehr, so die ersten fünf Punkte ausmacht und irgendwann in der Ferne liefen, aber immer in der Präambel kommt dann die Würde des Menschen. Und Polen, die dortige Regierung Szydlo hat es gerade vorgemacht, ist nun in der Tat dabei, durch eine Aushebelung der Verfassungsgerichtsbarkeit die Wahrnehmung von Minderheitenpositionen wesentlich zu schwächen. Dugin versucht dann in so einem historischen Überschlag eine vierte politische Theorie, VPT, zu formulieren, nach dem Scheitern von Liberalismus, Kommunismus und Faschismus geht es politisch heute um raumbezogene, föderale, organizistisch aufgebaute und kulturell homogene Gemeinschaften. Das heißt, da ist jetzt nicht mehr unbedingt gefordert, was die meisten von uns fordern würden, also Gewaltenteilung, unabhängige Justiz, drei Machtorgane oder Instanzen im Staat, Minderheitenrechte. Nein, das soll sich jetzt ganz konkret an den räumlich-geografischen Gegebenheiten ausrichten. Wenn es im westlichen Sinne demokratisch ist, ist es auch nicht schlimm, aber jedenfalls muss das nicht mehr sein. Das ist Dugins Prognose und Vorschlag für dieses in sich zerfallende Europa. Und es ist natürlich kein Zufall, das können Sie auch sehen, dass dieser Alexander Dugin
ein bevorzugter Interviewpartner von Jürgen Elsässer in der Zeitschrift Kompakt ist. Hier haben wir Martin Heidegger, dessen Buch Sein und Zeit, eines der wichtigsten Bücher, philosophischen Bücher des 20. Jahrhunderts ist, der nun aber gerade in den letzten Jahren durch die Publikation seiner schwarzen Hefte, und das sind keine dahingeschluderten Notizen, sondern es sind so als Vermächtnis gedachte Theorien und Beobachtungen. Er war in jeder Hinsicht ein überzeugter Nazi. Er war ein überzeugter Antisemit. Er hat Shoah und Holocaust letzten Endes dem jüdischen Denken selbst zugeschrieben und anderes mehr. Und ein Teil der Kritiker ist darauf gekommen, dass es bei ihm alles nicht so neu war, sondern schon in diesem Epochemachen-Buch Seine Zeit von 1927 angelegt ist. Da gibt es nun diesen Paragraphen 74, über den schon mehrere Bücher geschrieben worden sind. Die Pointe bei Heidegger ist ja, Selbstbewusstsein hat nichts nur mit dem Erkennen zu tun, sondern mit der schicksalsbezogenen Existenz. Wenn aber das schicksalhafte Dasein als in der Welt sein wesenhaft im Mitsein mit anderen existiert, also es geht gegen diesen sogenannten methodischen Solipsismus, ist sein Geschehen ein Mitgeschehen und bestimmt als Geschick. Damit bezeichnen wir das Geschehen der Gemeinschaft des Volkes. Damit bezeichnen wir das Geschehen der Gemeinschaft des Volkes. Das Geschick setzt sich nicht aus einzelnen Schicksalen zusammen, so wenig als das Miteinandersein als ein Zusammenvorkommen mehrerer Subjekte begriffen werden kann. Im Miteinandersein in derselben Welt und in der Entschlossenheit für bestimmte Möglichkeiten, da können Sie sich das Entschlossenheit so vorstellen, also Endgedankenstrich, Schlossenheit, Offenheit für bestimmte Möglichkeiten, sind die Schicksale schon im Vornehinein schon geleitet. In der Mitteilung und im Kampf wird die Macht des Geschickes erst frei. Man kann auch wieder darauf hinweisen, der Begriff des Volkes, das ist nicht der, den wir aus liberalen Verfassungstheorien erkennen, also diejenigen, die eine Verfassung verabschieden, sondern das ist ethnisch gemeint. Das kann man sich nicht auswählen. Das ist ein Mitgeschehen und bestimmt als Geschick. Das hat man auch nicht ganz in der Hand. Und dieses ethnische, früher hat man gesagt völkische Schicksal, setzt sich jetzt nicht aus den einzelnen Schicksalen zusammen, sondern ist im Vornehinein schon geleitet. Da bleibt jetzt offen, von wem geleitet, da kann man jetzt sagen, so hat Heidegger das später gesehen, also vielleicht der Führer und das Prinzip, oder die Richtung der Geschichte, die wir uns nicht auswählen können. Darüber lässt sich gemeinschaftlich sprechen, in der Mitteilung und im Kampf. Im Kampf, das ist wichtig und ich glaube, das ist auch durchaus kämpferisch zu nennen, also mit bewaffneten Auseinandersetzungen. Das ist so eine der Grundpositionen der identitären Bewegung, darauf beziehen sich auch immer wieder. Ein anderer ganz merkwürdiger Theoretiker, auf den ich jetzt auch erst bei meinen Studien gestoßen ist, ist ein Mann namens Julius Evola, der in Italien, also in den 60er Jahren, für die dortigen aufbegehrenden rechten Studenten, die gab es auch, so als der Marcuse der Rechten angesehen wurde. Das ist jemand, der sogar den Faschismus Mussolinis von rechts kritisiert hat und der eine Verfallsgeschichte hat. Und die Verfallsgeschichte beginnt mit dem Judentum, weil das gewissermaßen mit daran beteiligt gewesen ist, das Gottkönigtum durch die prophetische Predigt aufzulösen. Nein, er sagt, Rangordnungen sind dasjenige, was uns mit der Transzendenz verbindet. Die Entwicklung westlicher Gesellschaften zu mehr Freiheit und Gleichheit seit Sokrates und dem Christentum erweist sich daher als Verfallsgeschichte, Verlust des Heiligen,
es gibt keine Ehrfurcht mehr und die Sitten verfallen natürlich. Gefordert wird daher, und so ist eines seiner bedeutendsten Bücher, eine Revolte gegen die moderne Welt. Mit dem gibt es übrigens auch Interviews im Internet, bei YouTube können Sie sich das ansehen. Nun, insofern, auch hier würde man sagen, nein, um Gottes Willen, kein Rassist, denn Rasse ist eine geistige, weniger biologische Kategorie, aber gerade deshalb ist er überzeugter Antisemit, weil er das jüdische Denken für eines hält, das diese alten Heiligtümer aufgelegt hat, und er ist Anti-Amerikanist, weil es hier, und das heißt dann auch so, die Herrschaft des Geldes ist, die gewissermaßen alles gleich macht. Und er, das spielt jetzt, soweit ich es sehe, in Deutschland jedenfalls auch keine Rolle, plädiert deswegen also für durchaus esoterische Initiationen in Geheimbünden zur Heranbildung einer neuen, jetzt geistigen Aristokratie, die, wenn überhaupt, dieses Schicksal noch wenden kann. Das wollte ich Ihnen jetzt auch zeigen. Also Heidegger war tatsächlich ein Antisemit und deswegen gibt es jetzt diese erbitterte Debatte um Heidegger. Das Weltjudentum, aufgestachelt durch das Deutschland hinausgelassenen Emigranten, ist überall unfassbar und braucht sich bei aller Machtentfaltung nirgends an kriegerischen Handlungen zu beteiligen, wogegen uns nur Blut bleibt, 1943 das beste Blut des eigenen Volkes zu opfern. Ob mit diesem Weltjudentum jetzt einzelne jüdische Menschen gemeint sind, ist eine völlig andere Frage, aber systematisch ist das Judentum, wie er es an anderen Stellen in den schwarzen Heften schreibt, der Geist der Machenschaften, die alles vergleichwertigen, vergleichmäßigen und der Herrschaft des blinden Kapitals unterwerfen. Da habe ich Ihnen jetzt noch ein paar dieser Zitate gebracht. Das letzte ist dann, wie gesagt, dieses Holocaust-Leugnen: Wenn erst das wesenhaft jüdische im metaphysischen Sinne gegen das jüdische kämpft, ist der Höhepunkt der Selbstvernichtung in der Geschichte erreicht. Wäre ein anderes Thema. So, und jetzt nähern wir uns dem Bereich der Politik. Diese identitären Denker, die sich sehr wesentlich auf Heidegger beziehen, finden sich überdurchschnittlich häufig, wenn man so will, in Wien. Einer von ihnen ist Marc Jongen, der war lange Zeit Assistent von Peter Sloterdijk an der Hochschule in Karlsruhe und ist heute der Programmkoordinator der AfD in Baden-Württemberg. Und der hat unter anderem, das ist jetzt ein Zitat aus der 90er Zeitung, geschrieben: An unserer christlich-humanistischen Orientierung in Fragen der Moral ist natürlich unbedingt festzuhalten. Was ich aber in der Tat für schädlich halte, ist der Primat der Moral über die Politik und vor allem über das Recht. Wenn man in den Maschinenraum der Kultur schaut und sich fragt, welche Funktion Moral erfüllt und welche Dysfunktionen sie ganz konkret bewirkt, dann zeigt sich, wir müssen, um als europäische Staaten und Völker zu überleben, deutlich nüchterner, realistischer und auch wehrhafter zu werden, mit einem Wort erwachsener. Also da geht es wieder um die Bewahrung des eigenen vor dem großen Austausch. Deswegen das, was hier so, und nicht nur hier, unter dem Begriff der Willkommenskultur hochgelobt wurde, natürlich achselzuckend als moralisch ehrenwert, aber politisch, metapolitisch auf jeden Fall als schädlich angesehen werden kann. Also soweit meine Bildschirmpräsentation. Jetzt will ich Ihnen noch auf zwei Sachen aufmerksam machen. Das war kein Zufall, dass ich Ihnen diesen Alexander Dugin genannt habe, denn eines fällt ja auf, diese interessante Allianz und Liebe der neurechten Bewegungen für Putins Russland. Da ist, das kann ich Ihnen noch empfehlen, kürzlich ein neues Buch erschienen von einem französischen Philosophen Michel Elchaninov,
Und es heißt In Putins Kopf, die Philosophie eines lupenreinen Demokraten. Und er weist also im Einzelnen nach, wie Putin sich in seinem Denken verändert hat. Der frühe Putin war noch ein Anhänger des liberalen und kosmopolitischen deutschen Philosophen Immanuel Kant. Der Putin der letzten Jahre orientiert sich an russischen Philosophen. Das ist übrigens auch eine interessante Fußnote der Geistesgeschichte, die 1922 alle auf ein Schiff geschickt wurden und in die Emigration fahren mussten. Es gibt Philosophen, die das auch hierzulande immer noch richtig finden. Also Slavoj Žižek etwa schreibt in einem Buch über diesen Vorfall, das war gut, dass die ausgesetzt worden und weggeschickt worden sind. Also jedenfalls orientiert sich Putin an diesen Philosophen. Dazu gibt es liberale, aber religiöse, aber auch pro-narzisstische. Jedenfalls liberal ist das nicht mehr. Und vielleicht das Interessanteste ist, dass sich in der letzten Zeit nun auch die Staatsrechtler über dieses Thema hergemacht haben. Und wenn man jetzt nochmal Rüdiger Safranski nimmt, der Angela Merkel entgegenhält, ich will gefragt werden, wenn sich die deutsche Bevölkerung ändert, dann gibt es Staatsrechtler, die sagen, das kann man natürlich machen, die Bevölkerung austauschen, aber im Rahmen des Grundgesetzes nicht. Warum? Weil das Grundgesetz des deutschen Volkes ist. Und infolgedessen wäre dieses deutsche Volk auch zu fragen, wenn es denn in seiner Substanz verändert werden soll. Ich will sehen, ob ich den entsprechenden Zitat finde. Wenn nicht, kann ich Ihnen nur sagen, schauen Sie sich nochmal die ersten Sätze, die Präambel des Grundgesetzes an. Dort ist es nun so, dass da tatsächlich die Rede ist vom deutschen Volk. Und diese Autoren deuten das so, dass durch die Einwanderung das, was deutsches Volk heißt, grundlegend verändert werden soll, weswegen das natürlich durchaus zulässig ist, aber durch eine Volksabstimmung bzw. durch eine Verfassungsänderung zu beglaubigen wäre. Das ist der staatstheoretische Punkt, dem sich bis jetzt mehr und mehr, wenn ich das sehe, Staatsrechtslehrer, Professoren anschließen. Und man wird sehen, ob das eine wesentliche Position ist. Es bleibt wieder dabei, das identitäre Projekt, es geht, und das ist der Hauptgedanke, um die Rettung des eigenen. Das ist, wenn Sie so wollen, das konservative Motiv, und das linke Motiv ist, dass man gegen Globalisierung, gegen das Finanzkapital und gegen eine Aufhebung oder Lockerung nationaler Grenzen steht. Das sind genau genommen drei Punkte, so schreiben das auch Vordenker dieser identitären Bewegung, wogegen die identitäre Bewegung heute steht, gegen Immigration, gegen Islam und gegen Multikulturalismus. Das sind die Motive, und die finden Sie von ganz rechts außen. Ja, darüber können wir jetzt diskutieren. Bis was weiß vorhin. Danke für Ihre Aufmerksamkeit. Ja, lieber Micha Brumlik, herzlichen Dank für den Vortrag. Ich habe Ihnen nicht zu viel versprochen. Ich glaube, es liegt genug Stoff auf dem Tisch, und ich fange jetzt einfach mal an, ein paar Fragen zu stellen, und Sie bereiten sich vielleicht schon vor auf eigene Punkte,
Wir haben jetzt so eine knappe Stunde Zeit. Ich sage es jetzt mal so eigentlich bis 9, da sind wir großzügig 10 Minuten länger. Das heißt, wir werden jetzt auch nicht Co-Referate ermöglichen, sondern gucken, dass wir möglichst viel aus unserem Referenten rausholen. Und mir geht es so, dass mein Kopf schon fast zerspringt, Micha, vor lauter Fragen. Und ich habe ein bisschen Angst jetzt, in die Heidegger-Exegese einzusteigen, obwohl das sicher spannend wäre. Und dass Heidegger Antisemit war, ist, glaube ich, spätestens seit den schwarzen Heften vollkommen klar. Deswegen würde ich mir die Frage, ehrlich gesagt, gerne fast sparen. Und würde gerne mal ganz naiv und einfach vielleicht noch mal fragen, inwieweit dieses identitäre Projekt, von dem du sprichst, tatsächlich in der nationalsozialistischen oder faschistischen Linie steht oder ob dieses oder was, woraus speist sich eigentlich dieses identitäre Projekt und ist es nicht eigentlich doch nur zu verstehen im Rahmen einer Zeitdiagnose, die sozusagen den Spätkapitalismus oder die Hypermoderne oder die Spätmoderne einbezieht. Also ist es vielleicht doch nicht so alt in der Ausprägung, wie du das vorgetragen hast, wie dein Titel das unterstellt? Das ist schwierig zu sagen. Ich glaube, das hat tatsächlich auch, sagen wir mal, linke Motive aufgenommen. Das kenne ich aus der eigenen Geschichte als junger Mann, als ich Anfang 20 war, bin ich sehr gerne in die Provence gefahren und wir waren damals alle für die Provenzalen und gegen den französischen Zentralismus und für die Bewahrung der provenzalischen Sprache. Insofern kann man, und so eine Bewegung wenn man, ja nur kurzer Zwischenruf, wenn man so ein linksradikales Manifest wie den unsichtbaren Aufstand nimmt, hast du ja genau das ohne Xenophobie. Ja, genau. Ja. Also die Motive gibt es im linken Bereich so über unterschiedliche regionalistische Haltungen und Projekte. Aber dadurch, dass ein Teil der intellektuellen Bannerträger der Bewegung sich nun, wie ich zu zeigen versucht habe, auf Heidegger beziehen, Dasein ist völkisch. Das ist gewissermaßen die Grundkategorie. Also der wusste schon, das Subjekt ist nicht einsam, sondern ist immer mit anderen. Aber wenn es mit anderen ist, dann ist es ethnisch, völkisch. Da steht nicht, Dasein ist auch geschlechtlich oder Dasein ist familiär. Da steht, Dasein ist wesentlich völkisch. Und es wird von vorne hinein geleitet. Das heißt, man kann zwar versuchen, sich sein völkisches Dasein gemeinsam zu entwerfen, aber man steht im Sturm des Geschicks und muss da um das eigene ringen. Und der politische Kurzschluss angesichts von Globalisierung, Flucht und Immigration ist nun, dass diese Immigration, also so dieser Franzose Renaud Camus, dazu führt, dass tatsächlich, wenn auch über einen längeren Zeitraum gestreckt, das ursprüngliche Volk aufgelöst wird und man sich gewissermaßen ein neues Volk schafft, das dann aber vielleicht besser kontrollierbar ist. In literarisch glanzvoller und sehr komischer Form hat das der französische Autor Michel Houellebecq in seinem Roman Unterwerfung zu zeichnen versucht. Wie fandst du denn das Buch eigentlich? Ich fand es glänzend, also ich habe mich sehr gut dabei amüsiert. So wird es nicht passieren, aber wenn es so passieren könnte, dann so. Ist ja auch tatsächlich ganz interessant, dass dieser identitäre, also der Katholizismus ist zu lax, um noch als identitäres Angebot zu dienen. Der Islamismus ist ja für so ein identitäres Projekt interessant bei Houellebecq. Was ich unbedingt noch fragen wollte, ist, was ist denn jetzt, bleiben wir mal auf der intellektuellen Ebene, nicht auf der aktivistischen, was ist denn jetzt eigentlich das Gegengift? Also ich habe so zwei Bilder eigentlich im Kopf. Das eine ist
dieses völkische Moment entlarven. Aber so eine andere Frage, die man ja mal stellen könnte, ist, gibt es da irgendwie auch als Gegenstrategie eine Anfrage an den kosmopolitischen linken Liberalismus, ich nenne es mal so, den wir vertreten würden, nochmal genauer zu beschreiben, wie so eine Beheimatung oder Behausung in der Welt aussehen könnte, ohne auf diese völkischen Rattenfänger sich einzulassen? Oder geht es an uns eigentlich spurlos vorbei? Das ist ein großes Problem. Also ich habe einen Leserbrief zu diesen Thesen bekommen, die ich an den Blättern für deutsche und internationale Politik publiziert habe. Und da gibt es eine Passage, wo ich auf den Namen eines dieser rechten Verlage eingehe, nämlich auf den Antaios Verlag, der also beheimatet ist beim Institut für Staatspolitik Götz Kubitschek, Karl-Heinz Weißmann in Schnellroda. Wer war Antaios? Antaios war ein mächtiger Riese, der, wenn er mit irgendwelchen Feinden oder Gegnern gekämpft hat, immer dann an Kraft gewonnen hat, wenn er sich auf die Erde zurück hat fallen lassen. Und das ist nun auch diesem griechischen Sagenhelden Herakles widerfahren, der sich mit dem Antaios angelegt hat. Und der musste sehen, dass jedes Mal, wenn er ihn fast gefesselt hatte, sich der Antaios zur Erde fallen ließ und der daraufhin neue Kraft gewonnen hat. Dann aber kam Herakles, der nicht so blöd war, wie man vielleicht denkt, auf die Idee, den Antaios einfach hochzuheben in die Luft und ihm diese Rückkehr zur Erde nicht zu genehmigen. Der Leserbriefschreiber schrieb mir also, vielleicht ist es unsere Aufgabe, diesen Antaios in die dünne Luft der Vernunft zu bringen, damit man ihn vielleicht besiegen kann. Das ist nun eine schwierige Frage. Die andere linke Antwort darauf habe ich etwa in den Werken von Ernst Bloch gefunden, das Prinzip Hoffnung. Das Prinzip Hoffnung endet mit dem interessanten Satz und so weiter und so weiter. Also wenn Entfremdung etc. etc. aufgehoben sein wird, dann entsteht das, was allen in die Kindheit schien und wo noch niemand war, Doppelpunkt Heimat. Und wenn wir das jetzt versuchen runterzubrechen, und deswegen habe ich vorhin also die Schlagzeile der Tageszeitung Die Welt genannt, Grüne wollen sich um AfD-Wähler kümmern, da habe ich mich schon gefragt, was soll das denn jetzt heißen? Müsste man nicht sehr viel genauer den Entfremdungs-, Enteignungsängsten derjenigen Leute, die diese Partei wählen, gewählt haben und wählen werden, nachgehen? Und jetzt eine kleine Spitze, hier darf ich das gegen die Grünen, was wir aus den soziologischen Untersuchungen zu wissen meinen ist, und jetzt lasse ich mal den Fall Ostdeutschland auf sich beruhen, das wäre ein eigener Diskussionspunkt, dass das oft genug Angehörige des sogenannten Prekariats sind. Und dann wäre meine Rückfrage, wann hat eigentlich die Partei, die Grünen, jemals auch nur das Allergeringste für diese Bevölkerungsgruppen getan? Hat meiner Erinnerung nach überhaupt nichts. Und das verweist auf ein weiteres Problem. In meinem Artikel verweise ich auf ein Buch, das mich anfangs sehr empört hat, eines Münchner Soziologen, Armin Assehi, der vor etwas mehr als einem Jahr im Münchner Literaturhaus unter lauter Bürgern sich mit Thilo Sarrazin auseinandergesetzt hat. Der hat jetzt ein Buch geschrieben unter dem Titel »Die letzte Stunde der Wahrheit«, warum rechts und links keine Alternativen mehr sind und Gesellschaft ganz anders beschrieben werden muss. Das Problematische an dem Buch ist, dass das einen Briefwechsel enthält mit einem dieser rechten Wortführer, Kubitschek.
Aber das Problem ist natürlich schon, wie Nassei schreibt, dass Leute wie wir links denken und rechts leben. Und sich in gewisser Weise unsere politischen Optionen von denen des Privatlebens entfernt haben. Ich gebe mal zwei, drei Beispiele. Beispiel eins, viele meiner Freunde, die Schulkinder haben, geben diese Schulkinder selbstverständlich nicht in eine öffentliche Schule, sondern in eine in der Regel kirchlich verwaltete Privatschule. Auf die Art und Weise kann man natürlich vom Leben dieser anderen Schichten überhaupt nichts mitkriegen. Und das andere Beispiel, noch bizarrer, es gibt eine soziologische Untersuchung von 2014, und das hat eine innere Logik, die nachweist, dass die Leute, die den globalen Flugverkehr am meisten kritisieren, auch die meisten Flugnutzer sind. Und da gibt es ein gewisses Problem, jedenfalls wenn man sich aus einer ökologischen Mittelschichtspartei, wie es die Grünen inzwischen sind, auf dieses, nennen wir es mal so, Prekariat zubewegen will. Ich weiß gar nicht, ob Leute wie wir dazu überhaupt noch den Zugang haben. Und ich meine, das ist ja auch richtig, was dann so Rechte, denke ich, immer sagen, ihr könnt ja so reden, ihr lebt ja nicht in Meulenbeck oder sonst wo oder Marzahn oder was weiß ich. Oder okay. Spandau neuerdings, weil in Kreuzberg türkische Migranten die Wohnungen kaum noch bezahlen können. Gibt schon noch einige da, ich wohne da. Michael Brumlik versucht mich jetzt in ein Gespräch über die Grünen zu involvieren. Das nehme ich auch sehr gern an, weil ich glaube, ich persönlich sehe das Problem ganz stark, aber ich sehe es nicht nur bei den Grünen, sondern es ist das alte Problem des linken, ehemals auch linksradikalen Bürgertums, das natürlich rein advokatorisch agiert und selbst, wenn man nicht gerade mal für drei Wochen am Fließband bei Opel stand, Mitte der 70er Jahre, natürlich sowieso nie Kontakt hatte zu diesen Leuten. Das, ich nehme aber die Frage mal... Ich kann noch mal ganz kurz unterbrechen. Also ich habe das nur deswegen gesagt, weil dieser Leserbriefschreiber mir ganz richtig gesagt hat, heben wir doch diese Leute an die dünne Luft der Vernunft. Und die Frage ist, ob das bei den Wählerinnen und Wählern der rechten Parteien helfen wird. Völlig einverstanden. Aber bleiben wir doch mal, ich hatte mir das eigentlich so als letzte Frage aufgehoben, weil ich das gar nicht darauf zuspitzen will. Ich halte das sozusagen nur für einen Aspekt, aber bleiben wir doch tatsächlich mal oder gehen wir doch noch mal kurz sozusagen auf diese Identität oder auf die Merkmale der identitären Bewegung, die du geschrieben hast und den Status quo der Linken. Ich setze jetzt mal in Anführungszeichen, weil die sich ja sehr plural darstellt. So. Jetzt zitierst du, ich versuche mal so eine kleine Phänomenologie, die mir da durch den Kopf geht. Ich sehe einen relevanten Teil der Linken, der hält das Weltgestehen auch durch Amerika gesteuert. Und zwar jetzt völlig unabhängig von dem, was du beschreibst, etwa wenn ich mit meinen, wenn ich jetzt zum Beispiel mit meinen 68er-Freunden über TTIP diskutiert, ist natürlich völlig klar, dass sozusagen die Welt letztlich sozusagen ein US-gesteuertes Unternehmen ist durch den Finanzkapitalismus. Das wird im Linken auch gerne dann noch ergänzt durch Ideen der Abschaffung des Geld- und Schuldenwesens. Du kennst das alles und so weiter. So. Dieses ganze Bild des Untergangs des Menschen als Gattung, gerne auch ergänzt um den Begriff des Exodus oder der Umkehr, der Begriff der Kehre ist mir da nicht so bekannt, haben wir uns vorhin schon erhalten, kennt man natürlich aus den Ursprüngen der Grünbewegung, Hans Jonas. Rudolf Barrow wollte, glaube ich, auch mit einem aristokratischen Gedanken, fällt mir gerade auf, Landkommunen gründen, die vielleicht von Googeln gar nicht so weit weg sind. Jetzt etwas weniger ironisch, wir haben einen neo-esoterischen
Boom, der überhaupt nicht völkisch ist, der aber ganz stark und übrigens zum großen Beifall auch hier im Haus eine Do-it-yourself-Philosophie predigt. Die Institutionen bringen es nicht, der Staat ist scheiße, Politik ist, also wir machen das alles jetzt selber. Ich meine, auf welchen Nährboden, das ist meine Frage, stößt denn das eigentlich und wo ist denn noch eine Konstellation, wo wir sagen würden, da können wir politisch drauf setzen oder die müssen wir politisch stark machen? Also das bleibt unter sich, das ist ja genau das Problem, das kann man jetzt für peinlich halten oder nicht, oder das ist doch nur Zivilisation und nicht gesellschaftskritisch, aber mit Urban Gardening und Carsharing wird man die Leute in Marzahn wahrscheinlich nicht erreichen, politisch. Also wie gesagt, ich bleibe bei der Welt von heute, die AfD-Wähler. Ja, aber die AfD-Wähler sind doch nicht nur die Jungs aus Marzahn. Ja, jetzt müsste man halt sehr genau, da müsste man jetzt sehr genau hingucken. Das ist doch genauso. Wer das ist. Wer ist das? Ich würde zum Beispiel gerne wissen, wer ist das in Baden-Württemberg? Also die Partei, die Grünen, haben ja viele Direktmandate erworben, aber wer ist das in Sachsen-Anhalt? Wer waren die Leute in Rheinland-Pfalz? Schon richtig, dass das nicht Leute sind, die arm sind. Das muss auch nicht jetzt so, wie die Soziologen sagen, darf man auch nicht mehr sagen, die untere Unterschicht sein. Aber von Abstiegsängsten bedrohte Mittelschichten, das kann es schon geben. Ist sicher ein Teil. Ja. Aber ja, vielleicht auch ein Milieu, das sich in Abstiegsängsten wähnt, obwohl es gar keinen Grund zur Sorge gibt. Könnte auch sein. Um Privilegien zu verteidigen. Wir müssen genauer hingucken. Genau. Das ist schon, es gibt ja ein paar Mitte-Studien, aber es gibt jetzt keine neuere. Aber das wäre ja vielleicht der richtige Moment, jetzt mal ins Publikum zu geben. Bitte, wie gesagt, es ist immer schön, wenn wir einigermaßen pünktlich aufhören. Keine Co-Referate, kurze Fragen, Anmerkungen, möglichst viele. Wir gehen vielleicht von links nach rechts einfach. Ich konnte jetzt nicht genau erkennen, wer als erstes die Hand gehoben hat. Bitte schön. Vielen Dank. Mein Name ist Cumali Mol. Ich bin türkischer Staatsbürger. Also eine Partei, die in manch einem Bundesland, sage ich mal, 24% der Wählerstimmen einholt, die als Rattenfänger zu bezeichnen, ist schon, finde ich persönlich, unter der Gürtellinie. Man sollte bei all der Kritik, die man hier äußert, beziehungsweise bei all der politischen Rivalität, die hier herrscht, nicht beleidigend werden. 24% ist nicht wenig. Und in einer Demokratie, auch wenn ich jetzt kein Demokrat bin, sollte man so etwas tolerieren oder akzeptieren. Das ist der Wunsch der Bevölkerung, allem Anschein nach, in diesen Ländern. Jetzt zu meiner Frage. Mich interessiert konkret ich habe eine Frage, was meine Heimat angeht. Wenn sozusagen die AfD, auch wenn das jetzt theoretisch aussieht, diese Frage, aber so weit hergeholt ist diese Frage nicht, wobei gesagt werden muss, ich habe kein Problem damit. Wenn die AfD sozusagen regierende Kraft würde, irgendwann mal, vielleicht in 5, 6 Jahren, keine Ahnung, wann das eintreffen könnte oder würde, wie würde sich das auf die türkisch-deutschen Beziehungen auswirken? Eher negativ, eher positiv? Diese Frage wäre ich sehr dankbar, wenn die beantwortet werden könnte durch unseren ehrenwerten Redner. Vielen Dank. Ja. Vielen Dank. Wir sammeln ein bisschen und gut, dann nehme ich Sie noch dran und dann gehen wir in die Mitte. Markus Welsch, ich bin Filmregisseur, habe mich in den letzten Jahren mit Osteuropa viel beschäftigt, war in den letzten 2 Jahren viel in der Ukraine und dann hat man hier in Deutschland viel mit Putin-Verstehern zu tun. Es gibt ja verschiedene Schnittmengen, über die wir gleichzeitig diskutieren, die man auch von den Phänomenen, glaube ich, auseinanderhalten muss. Also ich glaube, die AfD wäre nicht so stark, wenn es diese Flüchtlingsentwicklung nicht gegeben hätte. Die war auch mal vor 2 Jahren ganz unten bei 2-3%. Das sind ja sehr verschiedene Phänomene, die zusammenkommen. Was die Putin-Versteher angeht oder die, sage ich mal, Empfänglichkeit sowohl auf dem rechten als auch auf dem linken
Ende der Skala hier in Deutschland habe ich eine Frage an den Referenten, wie Sie das einschätzen, weil meine Einschätzung war, dass es weniger ein Identifikations- oder Philosophieprojekt ist, was Sie da anziehend finden, weil die wenigstens sich mit den Gedanken, was sich in den letzten 3 Jahren in Russland verändert hat, und zwar massiv verändert hat, gar nicht beschäftigen, sondern mit den Abgrenzungspotenzialen, die man dort findet. Und das trifft, glaube ich, auch das, was deine Ratlosigkeit anbetrifft, wo man denn hier in Deutschland ansetzt. Also auf und unsere Erfahrung in der Auseinandersetzung mit diesen Ukraine-Debatten dieser Russland-Freunde war oft, dass es einfach an diesen zivilgesellschaftlichen Überzeugungen oft fehlt und dass es eigentlich eine zivilgesellschaftliche Aufgabe ist, diese Tugenden wieder zu entwickeln. Also zum Beispiel haben wir in der DDR festgestellt, dass überall dort, wo es um bürgerrechtliche Erfahrungen geht, die Putin-Versteher überhaupt keine Chance haben. Aber das ist eine direkte Frage an Sie, wie Sie diese Schnittfläche sehen. Das ist ein eigenes Phänomen für sich, aber ich wollte da nochmal direkt nachfragen. Ich glaube, es sind zwei Motive. Einerseits ein ganz altmodischer Autoritarismus. Da hat man endlich einen Mann, der es mal zeigt, wo es lang geht. Und zum anderen, das ist jetzt mehr Elsässer und kompakt, da gibt es einen anderen politischen Block, der andere Optionen als die atlantisch-amerikanische Option für Europa offen hält. Das sind meines Erachtens die Hauptmotive. Und zu Ihnen würde ich sagen, ja, wenn das mal so wäre, es käme darauf an, wie die Türkei dann politisch verfasst sein wird. Wenn sie weiter so verfasst sein wird wie heute, könnte ich mir denken, dass dann die Beziehungen recht gut wären. Das würde Olbeck ähnlich beurteilen. So, dann gehen wir jetzt hier, genau, da sehe ich 3 Wortmeldungen, genau, ja. Ich hätte 2 Fragen. Die erste zu dieser staatsrechtlichen Sache, zu dieser Verfassungs-, wen haben Sie da zitiert und wer schließt sich da an? Sie haben ja gesagt, es gibt diese Meinung und das schließen sich immer mehr an. Soweit ich weiß, gab es da diese Verfassungsbeschwerde von dem Schachtschneider und Kubitschek und Elsässer, die ist aber abgelehnt worden. Und ich müsste nachschauen, es ist ein Büchlein erschienen vor 2 Monaten, herausgegeben von dem Kölner konservativen Staatsrechtler Otto Depenheuer. Da sind etwa 20 verschiedene Aufsätze drin, habe es jetzt hier nicht, ich suche mir es gleich raus. Und die Mehrheit dieser Autoren vertritt diese Überzeugung, dass der Begriff des deutschen Volkes im Grundgesetz erneut staatsrechtlich bedacht werden muss. Dass das mehr und anderes ist als nur die Bevölkerung beziehungsweise die heutigen Wählerinnen und Wähler. Weil die ja damals sich die Verfassung nicht geben konnten, weil sie noch nicht gab. Also so ein völkisches Verständnis von, ja, von Nationen. Die zweite Frage bezieht sich auf die junge Alternative, also die Jugendorganisation der AfD. Da gibt es ja viele Burschenschafter, auch hier in Berlin ist der Vorsitzende ein Burschenschafter und in südlichen Baden-Württemberg. Denken Sie, dass das Auswirkungen hat, Einfluss auf die Ideologie dieser Gruppierung? Also ja, umgekehrt. Ich kann mir vorstellen, dass sich solche Vorstellungen auch innerhalb der Studierendenschaft verbreiten könnten. Es gibt ja auch im Internet entsprechende Zeitschriften, also für Schüler und Studenten. Eines heißt Die blaue Narzisse und die andere Sezession im Netz. Da sind es dann vor allem Autorinnen und Autoren, also von diesem Institut für Staatspolitik. Also gerade über die Digitalisierung erreichen diese Gruppen sehr viel mehr, als das vielleicht früher der Fall gewesen wäre. Ja, Albert Statz, so wichtig es finde, die sozusagen ideologischen Linien zu zeichnen, aus dem einfachen Grunde, weil man dadurch einer vorschnellen Verkürzung auf das, was historische Erfahrung ist, entgehen kann, indem man das Neue herausarbeitet und gleichzeitig die Kontinuität, würde ich doch eher auch nochmal ansetzen an dem Punkt der Zeitdiagnose. Also welche, ich sage jetzt mal, Megatrends gibt es eigentlich, die man unbedingt berücksichtigen müsste, um dieses Phänomen zu erklären und vor allen Dingen auch eine Gegenstrategie zu entwickeln? Und da fallen mir spontan 2 oder 3 Sachen ein. Das eine ist, dass neoliberale Politik ja eine Politik gesellschaftlicher Spaltung ist.
dass neoliberale Politik eine Politik von Entdemokratisierung ist und dass das eine wichtige Wurzel ist dafür, dass durch Gewalt man praktisch selber wieder sich selbst ermächtigt. Und es bedeutet auch, dass durch Globalisierung bestimmte transnationale Strukturen ermöglicht werden, wie immer die im Einzelnen aussehen, die in die eine oder in die andere Richtung gehen können. Also mich würde nochmal sehr interessieren, wie der eher ideengeschichtliche oder ideengeschichtliche Strang, den Sie da gezeigt haben, wie man den tatsächlich auf so eine Diagnose der Gegenwart beziehen kann. Ja, Michael, danke für diese kleinen Anrisse, aber da ich mich ja seit 28 Jahren circa mit dem Thema beschäftige, ich habe hier die letzten 7 und Junge Freiheit liegen, ich habe Safranskis vor 25 Jahren, Safranskis erste Heidegger-Vorlesung hier in Berlin, habe ich und so weiter, diese ganze Nummer mit Safransky und Sloterdijk, das ist mir seit Ewigkeiten bekannt, genauso die Mitte-Studien, vorher gab es die Studien Deutsche Zustände, die wird jedes Jahr vorgestellt, wer es wissen will, kann es seit Jahren wissen, dass es diese 20% Bodensatz gibt, das habe ich auch beim TazLab am Wochenende gesagt, wo der Nasseh ja auch anwesend war, mit diesem rechten Grünen aus Freiburg, der ja genau sich um die AfB bemüht, was dann auf der Welttitelseite landet. Nur, ich muss einfach sagen, vieles, was du gesagt hast, ist gut und wichtig und das sind auch Ergänzungen für meine Analyse, aber da ich auch noch die Empirie habe, noch 1%.de kenne, da ich Elsässer in- und auswendig kenne, da ich das Institut für Staatspolitik und Sezession und Antaios auswendig kenne, muss ich sagen, an manchen Punkten, zum Beispiel deine Aussage, die junge Freiheit sei rechtsreformistisch, oder das sehe ich anders, ich habe sie hier, ich kann dir das nachher, wir werden ja noch öfters, wir sind ja in Kontakt, noch einiges dazu sagen, dass diese Einschätzung verkehrt ist, dass sie unterschätzt und auch zu den Identitären. Also ich habe gerade vorhin eine Sache umgeschickt, die hast du auch gekriegt. Bis vor kurzem hieß es Volkstod, das war die Kampagne der Unsterblichen und das ist jetzt modifiziert. Man hat es auf all deren Webseiten, diese Parole, der große Austausch. Man findet sie gerade aktuell getwittert bei den autonomen Nationalisten von Berlin. Es gibt dieses Buch, was auf der Startseite von Political Incorrect beworben wird, was mich aber zitiert hat. Da kommt man zum Edition Antalios. Die haben ihre Vorträge und so weiter und so fort. Ich darf ja nicht irgendwas erzählen, man muss ja nur devote Fragen stellen. Ich wollte nur anreißen, Micha hat einen kleinen Einblick gegeben für Leute, die null Ahnung davon haben, aber da sind einige Unschärfen drin und man könnte sich und müsste sich noch viel tiefergehend damit beschäftigen. Es gibt noch viel zu sagen. Hier die Osterbeilage mit Sarrazins neues Buch vorne drauf und so ist sehr sehenswert. Das ist Crossover, da ist alles drin, bis zum Kopfverlag und so weiter. Es gibt so viel noch zu dem Komplex zu erzählen und es werden immer nur Fragmente angerissen. Es ist schade, dass so viele Leute davon so wenig mitkriegen. Okay. Vielen Dank. Bitte. Danke. Mir geht es nochmal um das Konkrete. Also die Identitären tauchen hier in Berlin auf am Brandenburger Tor, verkleidet als Kreuzritter und rufen zur Schlacht der Kreuzritter zum Schutze des Abendlandes auf. Das ist von außen betrachtet ein bisschen albern, aber es gibt jetzt ein theoretisches Gerüst, auf das die sich beziehen. Ich habe in Stuttgart studiert, vor 15 Jahren zumindest war in Stuttgart, Die Burschenschaftler waren omnipräsent, die waren schon überall da. Also nochmal das Konkrete der identitären Bewegung, wie tauchen die auf, ohne dass sie sich nur in irgendwelchen Publikationen breit machen oder der AfD jetzt irgendwie Futter liefern? Also da kann ich sagen, das weiß ich nicht. Also ich kenne in der Tat nur die Publikationen und ich kenne 2-3 Leute, die relativ glaubwürdig sagen, aber ihr Linken vergesst doch immer nur eines, das eigene. Und dann kann man mit noch so vielen Evidenzen kommen und sagen, also auch die Angst von Leuten, die in schlechteren Wohnvierteln wohnen, vor den Fremden sinkt in dem Ausmaß, als die sogenannten Fremden dort leben. Und das ist ja bezeichnend, dass eine Partei wie die AfD in Sachsen-Anhalt, übrigens interessant, in der es für besonders wenige Immigranten gibt und in der übrigens auch die Kirchenbindung so gering ist wie in keinem anderen deutschen Bundesland, nun wiederum
besonders hoch ist. Das ist ein Gag, um Aufmerksamkeit zu erzwingen, was Sie da vom Brandenburger Tor erwähnt haben. Ich glaube in der Tat, wie das heute überhaupt in der Politik so ist, dass wenn man sich ansieht, wer alles diese entsprechenden Internetzeitungen dieser Gruppen liest, dass man da auf sehr viel größere Zahlen kommt. Aber darf ich noch mal eine Sache fragen mit diesem eigenen, weil das gerade... Also ganz ehrlich, ich bin in diesem linksalternativen Milieu meiner Eltern eigentlich aufgewachsen mit diesem Lamento. Ich verkürze es mal ein bisschen, das hat auch mit diesem ethnisch-völkischen überhaupt nichts zu tun, dass das eigene verloren geht. Die Dialekte, McDonald's macht die regionale Küche platt. Was weiß der Kuckuck, das kennst du doch auch alles, Micha. Ich meine, das war so ein bisschen, man könnte ja auch sagen, okay, also ich sehe da jetzt so zwei Möglichkeiten. Die eine Möglichkeit, die mir so ein bisschen nahelegt, wäre, hört auf mit diesem eigenen Mal oder mit diesem identitären eigenen überhaupt. Die andere Variante wäre ja zu sagen, okay, gerade in Reaktion auf diesen völkisch-rassistischen Wahnsinn müsste man eigentlich, was weiß ich, so einen linken Heimatbegriff wiederentdecken und dann halt, was weiß ich, da eine Gegenstrategie aufbauen. Ich meine, mir ist das eher fremd, aber siehst du da einen Punkt, dieses eigene, nicht ethnisch verkehrt also ich nicht, zu entdecken? Weil ich in der Tat nicht glaube, dass die Leute, nennen wir es jetzt einfach mal so, die xenophob sind, sich in besonderer Weise um ihre deutsche Kultur, whatever that might have been, kümmern. Wir haben natürlich auch in Deutschland eine linke Tradition, also etwa die Lieder von Walter Mossmann und so weiter, Wiel und so weiter. Ich habe ja am Anfang den Regionalismus genannt. Ja. Aber ich vermute, aber ich weiß es nicht, vielleicht gibt es da bessere Studien, dass die Leute, die mehrheitlich, bleiben wir jetzt mal dabei, bei der politischen Symptomatik AfD gewählt haben, dass es denen in besonderer Weise um den Schutz der Heimat, der Sprache und des Dialekts gegangen ist. Und wenn wir nach einer politischen Gruppierung suchen, die das halbwegs souverän spielt, landen wir natürlich bei der CSU. Computer und Lederhose, also sowas. Ja? Bockbieranstich auf dem Nockerlberg und sowas. Ja, die machen das und haben damit die im weitesten Sinne neoliberal, kapitalistisch, allerdings sehr erfolgreiche Umformung dieser einstmals agrarischen Gesellschaft gemeistert. Ich denke noch nach und während ich nachdenke, gebe ich das Mikrofon weiter. Bitteschön. Ja, ich bin nicht gerne in der politischen und Parteiszene unterwegs. Da findet so viel Lug und Trug statt. Aber dabei wird meistens etwas übersehen und manchmal ja auch bewusst. Es ist ja ein Fakt, dass unsere Behörden von Jahr zu Jahr, das kann man in Berlin ganz schön exemplarisch nachvollziehen, die eigene Bevölkerung überfallen, manipulieren, ausbeuten. Ganz brutal. Das ist übrigens nicht zu glauben, dass es nur die Prekären erwischt. Das erwischt die Intellektuellen genauso wie die Rechtschaffenden. Die sind alle dabei mit betroffen. Das zum einen. Fakt, dagegen muss was unternommen werden. Ich glaube, die überfallen werden, denen muss man was an die Hand geben. Das zum einen. Jetzt komme ich aber zur Kritik, die ich finde, die bei Ihnen etwas überarbeitungsbedürftig ist. Könnte es sein, dass unsere Elterngeneration versagt haben? Könnte es sein, dass sie zu leicht käuflich waren? Käuflich waren. Dass sie sich haben schnell einlullen lassen und dass sie in Wirklichkeit schon seit Jahrzehnten die Bodenhaftung verloren haben und selbst in den Himmel gekommen sind, den sie dem Ernst Jünger anprangern. Welcher Intellektueller merkt, dass er im Himmel ist? Deswegen komme ich schon zur Frage, kann das nicht sein, oder würden sich die Kritik selbst auf die Brust binden, dass sie sagen, hey, hat unsere Generation tatsächlich was übersehen? Könnte es sein, dass es da noch was gibt,
was Sie in Ihrer Lebensfreude der letzten Jahrzehnte übersehen haben und dass jetzt hier gerade von unten da etwas aufgearbeitet wird, was Sie schon lange haben liegen lassen oder überhaupt gar nicht mehr reflektiert haben und jetzt weiter aufgearbeitet wird. Könnte es sein? Dankeschön. Anne Ulrich. Hallo, Dankeschön. Bitte. Ich wollte noch mal kurz darauf hinweisen, dass ich glaube, dass eine der Herausforderungen darin besteht, dass wir jetzt nicht alles Mögliche nicht mehr über alles Mögliche nicht mehr nachdenken aus der linken und linksliberalen Perspektive, nur deshalb, weil es die falsche Seite auch tut. Also ich meine, die Tatsache, dass die Neokons und die Identitären Globalisierungskritik betreiben, kann doch jetzt nicht zur Folge haben, dass wir das nicht mehr tun. Also das ist doch, glaube ich, der Falsche. Das wäre auf jeden Fall mal irgendwie ein falscher Zusammenhang. Von der Sorte gibt es noch mehrere. Also dieses, Peter, wenn du sagst, McDonald's macht die regionalen Kulturen platt, ja, hat da irgendjemand Zweifel dran? Natürlich tun die das. Also ich meine, und natürlich ist das der Tod auf Latschen, jetzt mal wirklich gesagt, was da in vielen Strecken passiert. Und ich glaube, macht es ja gerade so schwierig. An vielen Stellen muss man gucken, wo die Rechten und die Linken gemeinsame Punkte aufgreifen. Warum ist es an der einen Seite in der Kontextualisierung, wie es von rechts kommt, brutalst möglich falsch? Und was ist das, was wir uns auf der linken Seite erhalten und erarbeiten müssen an, also systemischen Gedanken wie Gewaltenteilung, Pluralität, was weiß ich, in der Regionalität sowas wie eine kulturelle Vielfalt und so weiter, ja, Menschenrechtsbezug und lauter so Sachen. Wir haben doch Größen, auf die wir uns beziehen in unserer Globalisierungskritik, auf die die Rechten sich nicht beziehen. Das muss man hochhalten und dann kommt man auch auf so schwierige Fragen wie zum Beispiel Sarah Wagenknecht, die jetzt plötzlich die kleinen Leute entdeckt. Und da hat sie natürlich recht, die Sozialdemokraten und die Linken haben ein elementares Problem mit ihrer Gerechtigkeitspolitik und so fort, die ihnen niemand mehr glaubt, Sozialdemokraten insbesondere. Jetzt kommt Wagenknecht und sagt, die AfD hat ja doch wesentliche Punkte aufgegriffen, die müssen wir jetzt von der Linken auch aufgreifen und auf die Weise nehmen wir ihnen die Leute wieder weg. Und so klappt es nicht, aber irgendjemand muss sich kümmern um die ganzen Hartz-IV-Verlierer, um die Berliner Wohnungspolitik und so weiter. Und da braucht es dann eben linksliberale und meinetwegen grüne Antworten. Also die Fragen allein sind nicht falsch, die Antworten sind falsch und da braucht es richtig Sorgfalt und Hirnschmalz. Ja? Micha, was will man dem hinzufügen? Kann man nichts, nur also vielleicht auf Ihre Frage, das ist dann die Frage, was hat meine Generation, die sogenannte Generation der 68er womöglich falsch gemacht? Dann würde ich schon sagen, dass es eine Generation ist, die ganz erhebliche Liberalisierungsschübe in dieser Gesellschaft bewirkt hat. Sie aber aus Gründen, über die noch zu diskutieren wäre, in der Tat das, was man früher als die soziale Frage und was ich vorhin also mit Prekariat umschrieben habe, zunehmend fallen gelassen haben und dafür mit Ausnahme der Linkspartei, ist jetzt ein anderes Thema, dafür allerspätestens seit Schröder und der Agenda 2010 kein Sensorium mehr dafür gehabt haben. Und was Sie zu Berlin gesagt haben, ich fand es ein bisschen zu dramatisch. Also ich meine, überfallen worden bin ich von der Polizei noch nicht. Wohin? Ach so, okay. Ja, ja, verstehe. Gut. Ja. Okay, jetzt verstehe ich, was Sie meinen. Ja. So, hier drüben gab es noch Wortmeldungen. Und ich sage Ihnen gleich, weil wir gucken, dass die Abende nicht hier zu lang werden. Es gibt unten noch was zu trinken, können Sie weiter diskutieren. Das sind jetzt die letzten Wortmeldungen. Bitte schön. Michael Dederichs. Herr Brumlik, ich habe zwei Punkte, die ich gerne ansprechen möchte. In Ihrer Zusammenstellung ist mir aufgefallen, oder um ehrlich zu sein, es hat mich etwas irritiert, dass Sie die Problematik auf Migration und völkische Identität reduziert haben. Das neue rechte Denken, nehmen Sie Russland, nehmen Sie die Türkei, Osteuropa, Frankreich oder auch die Republikaner in den USA, haben einige Linien, die sehr beachtenswert sind. Natürlich ist jetzt der
Eyecatcher, Migration, gar keine Frage, aber es sind sehr viel mehr Punkte, die dahinter stecken, die beleuchtet werden müssen. Der zweite Punkt, den ich ansprechen möchte, Sie haben so ein bisschen despektierlich gesagt, ich verstehe nicht, warum man jetzt auf die AfD-Wähler eingehen will, warum man um die werben möchte. So habe ich es zumindest verstanden. Ich halte es für außerordentlich wichtig, dass wir aus den Lehren der Weimarer Republik genau diese Leute im Auge behalten, dass wir diese Argumentation betrachten und nicht nur die Grünen, sondern auch die CDU und die SPD da ganz klar dagegen halten. Ansonsten wird Terrain preisgegeben, dass sich andere Leute holen. Dankeschön. Benno Fischer, zum einen möchte ich Sie bitten, Herr Brumlik, nochmal, gerade weil zuvor von Frau Ulrich zwischen links und rechts wiederum unterschieden wurde, doch herauszustellen, die Bedeutung, Sie haben das ja auch in der Analyse für die 68er herausgestellt, die Bedeutung des Liberalismus. Es ist ja hier nur vom Neoliberalismus die Rede gewesen, aber wenn man sich historisch einfach mal in Erinnerung ruft, dass für die Nationalsozialisten diejenigen, die die größte Verachtung erfahren haben, die Liberalen gewesen sind, dann gilt es, den Liberalismus in seiner Form, und zwar in einer anderen Form, vielleicht noch mal deutlicher zu thematisieren in seiner Bedeutung für diese Gesellschaft. Das Zweite, und das wäre die Frage an den Erziehungswissenschaftler Brumlik. Wenn man sich zum Beispiel den interreligiösen Dialog ansieht, dann ist doch gemeinhin zu hören, das ist ja sozusagen ein Grundlagentopos, dass jede Religion erst einmal ihre eigene oder die, die dieser Religion angehören, ihre eigene Identität ausbilden müssten. Erst dann, wenn sie sozusagen identitär sind, könnten sie den Dialog mit den anderen überhaupt offen führen. Jetzt frage ich, wie ist es denn möglich, diese Ambivalenzen der Welt auszuhalten, möglicherweise sich sogar für das ganz andere zu öffnen, wenn die eigene Identität Grundlage, und zwar unumstößliche Grundlage, so verstehe ich das, sein muss, um überhaupt diesen Dialog dialektisch führen zu können? Das wäre die Frage an den Erziehungswissenschaftler. Und die dritte Frage vielleicht noch, zumindest für Deutschland erscheint es mir empirisch gesehen sehr wichtig, zwischen West und Ost genauer bezogen auf die AfD-Wählerschaft zu analysieren. Baden-Württemberg, ein Topos, der schon im Zusammenhang mit den Republikanern, für die, die die rechtsextreme oder rechtspopulistische Diskussion kennen, bekannt gewesen ist, dass dort vom Sozialchauvinismus die Rede war. Also diejenigen, die bedroht waren, haben dementsprechend anders gewählt. Gut. Anders sieht es doch in Ostdeutschland aus. Und da gilt es eben auch, die Verantwortung von Sarah Wagenknecht und anderen sehr viel genauer zu thematisieren, was das mit der alten DDR zu tun hat, dass dort so etwas noch in diesem Ausmaße vorzufinden ist. Vielen Dank. Letzte Frage. Micha, du hast ein gutes Gedächtnis. Du hast hier die alle gemerkt, die Fragen. Okay, ich halte mich nur ganz kurz. Ich glaube auch, und dann formuliere ich es auch als Frage, aber ich glaube auch, dass so dieser Kampf um die AfD-Wähler, die jetzt irgendwie so verloren gegangen sind, ich glaube, es ist schon ein bisschen eine Illusion, weil bei ein, zwei Kommentaren vom Publikum hat man es ja auch schon gemerkt, es ist eher so ein grundlegendes Vertrauen, was irgendwie so verloren gegangen ist gegenüber den politischen Institutionen und den gesellschaftlichen. Aber ich bin jetzt noch nicht so lange auf der Welt, aber ich muss sagen, ich komme aus Frankfurt-Oder und als Teenager mit 14, 15 war es so, ich formuliere das jetzt ein bisschen überspitzt, man konnte sich dann entscheiden, will man jetzt was gegen Nazis machen oder will man so diesen Lifestyle folgen. Und wenn ich jetzt so sehe, was sich mit der AfD entwickelt in Deutschland, habe ich eher so das Gefühl, im Grunde genommen steht jetzt die ganze Gesellschaft so vor der Frage, will ich so diesem Lifestyle folgen, so dieses Völkische, und ich habe das Vertrauen verloren an die Institutionen, deswegen bin ich jetzt wieder deutsch und lege meine Flagge hin, wie Björn Höcke in der Talkshow, oder will ich was dagegen machen? Und ich glaube, so die meisten Leute, die jetzt hier so in dem Publikum sind,
habe ich eher so das Gefühl, geht es darum, auch die zu mobilisieren und auch die anderen Leute, die so 20-30%, die nicht wählen gehen, aber vielleicht trotzdem nicht der AfD folgen, dass man die wieder mobilisiert und so, ich sag mal, die Gesellschaft ein bisschen aufweckt von dieser ewigen großen Koalition, wo es nichts zu entscheiden gibt, sondern jetzt gibt es tatsächlich wieder mal was zu entscheiden. Und ich glaube, das ist eher so ein Punkt, wo man ansetzen muss. Und ich habe es jetzt nicht als Frage formuliert. Ich werfe es einfach hier so in den Raum. Vielleicht kann es auch jemand aufgreifen. Ja, vielleicht gehe ich auf diese Frage mit dem Liberalismus ein. Der erste Bundespräsident der Bundesrepublik Deutschland, Theodor Heuss, war ein bedeutender Liberaler und ein bedeutender liberaler Theoretiker und Autor, was ihn 1933 nicht gehindert hat, dem Ermächtigungsgesetz zuzustimmen. Hat er natürlich später bereut und erklärt. Was will ich damit sagen? Liberalismus ja, aber kein Nationalliberalismus. Also nicht in diesem identitären Sinne liberal, das wäre auch Trump, zu Hause und in der Wirtschaft, was sie anderswo in ihren ganz eigenen Kulturen machen, da sind wir gut beraten, uns damit nicht auseinanderzusetzen. Und da würde ich habe vorhin im Zusammenhang mit Putin Kant genannt, schon auf Kant zurückkommen. Also ein Liberalismus, der nicht zugleich universalistisch ist und das heißt heute weitgehend menschenrechtsbezogen, der ist Teil des Problems und nicht Teil der Lösung. Und deswegen würde ich, was diese Fragen angeht, und die gehen dann auch die Grüne Partei an, natürlich immer schauen, was die Experten sagen, in diesem Fall Amnesty International und Human Rights Watch, welche Länder sichere Herkunftsländer sind. Bei diesen Diskussionen gilt im Zweifel gegen den Angeklagten und nicht für den Angeklagten. Also wenn man das politisch zu bewerten hat. Also wie gesagt, Gewaltenteilung, Volkssouveränität und das alles ja, das wollten die Identitären bis hin zu diesem Du gehen nicht direkt bekämpfen, nur insoweit relativieren, als wenn das irgendwo nicht der Fall ist, dann ist es eben so, dann sollten wir uns nicht bemühen, da gleichsam, das ist auch immer so ein Vorwurf, missionarisch zu intervenieren. Also das ist dann schon die Frage einer menschenrechtsgesteuerten Außenpolitik in der globalen Welt, wo man meiner Meinung nach keine Kompromisse machen darf. Ja. Kann leider keine weiteren Fragen mehr zulassen. Ich überlege nur gerade, ob es nicht noch eine Frage gab, die... Ostdeutschland, also wenn man sich so ein bisschen 2-3 Schritte zurücktritt. Deutschland als Nationalstaat wurde 1871 gegründet. Das war, und da sind sich die meisten einig, ein autoritärer Staat, auch in Frankfurt an der Oder. Dann gab es 12 Jahre Weimarer Republik. Problematisch genug in Frankfurt an der Oder. Dann 12 Jahre Nationalsozialismus und dann nochmal mehr als 40 Jahre SED. Also da hätten wir von 1871 bis 1989 mit Ausnahme dieser 12 Jahre Weimarer Republik nie und zu keiner Zeit eine politisch-demokratische Kultur gehabt. Und das erklärt mir jedenfalls einiges. Wie man dann tatsächlich auf derlei Mentalitäten eingehen kann, ist dann eine andere Frage. Aber das sitzt tief. Vielen Dank. Vielen Dank, Michael Brumlik. Das ist, glaube ich, das wichtigste Dankeschön von uns allen. Der
offizielle Teil des Abends ist hiermit fast beendet. Ich will noch hinweisen auf die nächste Ausgabe unserer Zeitdiagnosen. Das knüpft eigentlich unmittelbar an eine Frage an, die wir aufgerufen haben, aber auch nicht umfassend beantwortet. Sieghard Neckel wird nämlich zum Thema Neofeudalismus, die Wiederkehr der Ständegesellschaft sprechen und er wird es, ich versuche es ohne Brille, am 30. Mai dieses Jahres zu tun, also in 1,5 Monaten. Sie sind herzlich eingeladen. Sie sind auch eingeladen, das Gespräch unten fortzusetzen bei einem Getränk. Und ich will mit einem anti-identitären Leitsatz, der für mich absolute Gültigkeit hat, enden. Nämlich, wir sind viele, jeder einzelne von uns. Das kommt von der Gruppe Tokotronic. Einen schönen Abend. Applaus